Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe für Remastered. Ich bin's wieder, euer Jan, den durch die This War of Mine Let's Play-Reihe doch durchaus bekannt gewordenen Remastered Let's Player. Vielen Dank für die zahlreichen Klicks. Ich hoffe, dass euch mein nächstes Single-Player-Let's Play genauso gut gefallen wird. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, man weiß es nicht genau. So, was wird es sein? Ihr habt es ja schon vom Titel her gesehen, FutureNet. Und wahrscheinlich wird euch das nicht sagen, deswegen habe ich hier, ihr seht es hier oben an meinen Tabs, ein sehr investigatives Intro vorbereitet. Und zwar werde ich euch jetzt durch meine Recherchen führen, die ich im Zuge oder im Vorfeld dieses Let's Plays innerhalb der letzten paar Minuten, aber auch schon die Tage davor durchgeführt habe. FutureNet wird euch deswegen wahrscheinlich nichts sagen, weil es im Internet dazu kaum noch Infos gibt. Also was ihr jetzt hier seht, ist eine eBay-Seite. Das Spiel wurde irgendwann mal verkauft, sogar vor gar nicht so allzu langer Zeit. Und zwar für 29,50 Euro. Also das ist anscheinend schon ein Sammlerstück und ich habe das in einem sehr gut erhaltenen Zustand noch hier. Ich habe das Spiel 1999, meine ich zumindest, zum Geburtstag bekommen. Damals war ich also noch nicht erwachsen, ungefähr 11, 12 vielleicht. Und oder ziemlich genau, wenn es mein Geburtstag war, war ich wahrscheinlich 12. So. Und was ihr hier seht, ist ein Eintrag in der Online-Games-Datenbank. Und zwar werdet ihr dabei feststellen, dass hier nur dieser Entwicklertext oder der Publisher-Text eingefügt wurde, wo das Spiel kurz beschrieben wird. Aber das können wir uns jetzt sparen, denn ihr werdet es ja zu Genüge noch kennenlernen in dieser Reihe. Und da wird auch festgehalten, dass der Entwickler des Spiels eine Firma namens M-Pen Inc. ist. So, wenn man dann hier auf das Firmenprofil klickt, dann sieht man, dass diese Firma aufgelöst wurde offensichtlich. Die Info stammt von 2009. Das ist deren Homepage. Wir klicken da mal kurz drauf und werden feststellen, die gibt es wohl nicht mehr. Und dass diese Firma nicht nur FutureNet gemacht hat, sondern auch ein Spiel namens Monkey Magic. Und ich spoilere euch jetzt schon mal, beziehungsweise wir springen schon mal kurz hier auf das Logo der Firma. So sieht's aus, M-Pen. Ich spoilere euch schon mal, diese Firma könnt ihr auch über die Wayback Machine nicht mehr wirklich finden. Denn ihr seht, es gibt hier Einträge von dieser Seite, die im Dezember 98 starten und 99 noch recht stark sind und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier mal den ersten Eintrag von 98 geöffnet. Da kommen wir hier anscheinend auf die Landingpage. Und jetzt kommt das Problem. Sobald man jetzt hier auf das wohl damalig dargestellte Logo klickt, dann landet man wieder auf einem Snapshot, den das Archive ja leider im Jahr 2003 gemacht hat. Und von hier aus führt nichts weiter. Wir sehen nur, dass das Ganze hier anscheinend nicht nur eine Videospielfirma ist, sondern eben auch noch ein bisschen mehr gemacht hat. Also die waren ihrer Zeit voraus mit Online-Games. Und hier steht auch wieder M-Pen. So, was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe nach dem anderen Spiel gesucht, das hier gelistet wird, und zwar Monkey Magic. Lande auf Wikipedia und stelle fest, dass das Spiel offiziell von ElectroSource entwickelt wurde. Ja, ich habe nach ElectroSource gesucht. Ihr seht, es gibt auch keinen Wiki-Eintrag dazu. Die gibt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woher die Info stammt. Vielleicht könnte ich den Artikel auch mal korrigieren. Aber wenn man nach Monkey Magic weiter googelt, dann findet man einen alten IGN-Test vom Jahr 2000. Das Spiel ist ja auch, wie wir hier gesehen haben, 1999 erschienen. Das ist also das Richtige. Und wenn man da dann weiterklickt, dann sieht man, dass der Developer tatsächlich eine Firma namens MusicPen ist. Das heißt, M-Pen steht für MusicPen. So, und MusicPen hat nicht nur Monkey Magic gemacht, sondern auch eine Spielereihe namens Scholastic's The Magic School Bus Explores the Rainforest. Also davon gibt es mehrere Teile. Ja, und dadurch, dass ich jetzt wusste, dass sie eben nicht M-Pen, sondern ausgeschrieben MusicPen heißen, habe ich mich habe ich dann noch zwei interessante Sachen gefunden. Und zwar die Lebensläufe oder Bewerbungen von einem gewissen Ivan Sheldon, das klingt wie so ein Big Bang Theory Charakter tatsächlich. Und wir sehen hier, er war der Project Manager von MusicPens FutureNet. Ha, 1996 in New York. Und der andere ist John Flanagan. Und der war, wo haben wir es jetzt? Lass mich kurz gucken. Wenn wir runterscrollen. Hier, er hat FutureNet lokalisiert für den deutschen Release. Ist das nicht krass? Ja. Das ist im Prinzip alles, was ich hier gefunden habe. Und was mir das Ganze jetzt gebracht hat, ist, dass ich jetzt auch weiß, dass das Spiel auch in den USA oder wo es sonst so vertrieben wurde, FutureNet genannt wurde. Ich hatte noch die Befürchtung oder den Verdacht, dass das Spiel vielleicht woanders unter einem anderen Namen released wurde, aber so, dem ist nicht so. Das führt mich zu der Erkenntnis, dass dieses Spiel tatsächlich
kein Schwein interessiert. Und deswegen werde ich euch das jetzt im Folgenden in dieser Reihe zeigen. Nein, also um das nochmal kurz zu erklären, ich habe das Spiel dann damals bekommen, habe es auch echt lang gespielt und dann gab es eine Stelle, da ist das Spiel dann immer abgestürzt. Da bin ich endlich weitergekommen, nachdem ich da wirklich tagelang nicht weiter wusste. Und ja, dann ist das Spiel einfach immer wieder abgestürzt. Da wurde, glaube ich, so oder sollte da irgendwas geladen werden. Ich weiß nicht was. Und ich vermute oder ich hoffe, dass mein damaliges PC-Setup daran schuld war. Denn stell dich mal vor, wir kommen jetzt wieder an die Stelle, nach mehreren Stunden Spielzeit, dann stürzt es wieder ab und es stellt sich heraus, dass da ein Bug im Spiel ist, der nie gefixt wurde. Ich hoffe, dass es nicht so ist und ja, würde vorschlagen, dass wir jetzt auch gleich ins Spiel einsteigen. Noch ein, zwei Worte dazu. FutureNet ist ein Adventure, ein Cyberspace-Adventure, wie es sogar auf der Packung heißt. Und ja, das war seiner Zeit, zumindest thematisch würde ich sagen, ein wenig voraus. Und deswegen stürzen wir uns jetzt auch ins Abenteuer. Ich weiß, es war jetzt ein langes Intro. Ich hoffe, ihr ertragt das Ganze. Und dann schauen wir uns das jetzt an. Und dazu werde ich jetzt ja, reinspringen. Viel Spaß. Ja, so viel zu einem atmosphärischen Start. Ihr seht, dass M-Pen also tatsächlich in mehreren Dingen aktiv war, wie das Intro verrät. Und das ist jetzt hier das Startbildschirm. Ihr seht schon die coolen 3D-Effekte. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber mein CD oder mein Blu-ray-Laufwerk kämpft gerade sehr mit der CD. Das Spiel ist sehr alt, das heißt, ich muss die CD einlegen, um es damit ich starten kann. Ich schaue mal zu, dass ich irgendwie vielleicht ein virtuelles Laufwerk nutze in Zukunft, weil ich irgendwie auch Angst, dass die CD mir explodiert, so wie das Laufwerk klingt. Ja, jetzt klicke ich hier erstmal. Das ist jetzt unser Startmenü und ihr seht natürlich im grandiosen 4:3 das Spiel mit ganzen 256 Farben. Ich bin echt froh, dass das Ganze läuft. Also im Kompatibilitätsmodus mit Windows 95, da läuft das Spiel jetzt wie eine 1. Wir hoffen einfach mal, dass sich das auch so fortsetzt. Ich starte ein neues Spiel. Und ja, wir lassen das Intro jetzt einfach mal auf uns wirken. Oh, ich darf aber meinen Namen eingeben. Und ihr wisst es, natürlich bin ich der Fick-Ex. Alter, was muss ich mein Alter hier verraten? Ja, ich gebe es zu, ich bin 17. Männlich? Nationalität? Ich bin remastered. Beruf? Was mit Medien? Passt nicht. Was mit Medienmacher? So. Heimat. Internet. Nein, Quatsch. Ja, ihr wisst ja, Heimat ist Münster Medien. Man kann keinen Punkt machen, aber ihr wisst, was ich meine. Persönlicher Kommentar. Hallo? Ich bin's. Wieso gibt es hier keine Satzzeichen? Ja, okay. Ja, wir schauen uns jetzt das Intro mal an. Sofern es denn lädt. Starte Avatar-Algorithmus. Ihr hört schon, wenn es zwischendurch ruckelt, dann lädt er halt die Daten von der CD. Das sind wahrscheinlich unkomprimierte WAV-Files. Dein neurodynamisches Network Identity Programm. Ich bin programmiert, dir bei allen deinen Netzwerkbedürfnissen zu assistieren. Ich werde dich im FutureNet repräsentieren. Ich bin dein elektronisches zweites Ich. Mit der Zeit werde ich meine Programmierung deinem psychologischen Profil anpassen. Bereits jetzt justiere ich meinen Algorithmus auf deine Persönlichkeit, damit meine Identität eine Erweiterung deiner Identität ist. Während du das FutureNet erkundest, werde ich von deinen Handlungen lernen. Je mehr Zeit du im Netz verbringst, umso mehr werde ich lernen, so stärker wirst du. Ohne deinen Avatar, ohne mich bist du hilflos im Netz. Bitte warte. Vorgänger von Siri? Error. Neuralverbindungsfehler. Betrete FutureNet Datenstrom.
Ja, da sehen wir jetzt auch schon die Startmap. Und ich weiß, dass jetzt etwas geschieht. Ah, es läuft. Willkommen im FutureNet. Als neue User wollen Sie bestimmt ein wenig herumstöbern. Also fühlen Sie sich frei, alles zu erkunden. Ich erkenne drei Fortnite-Tools. Bitte warten. Jemand hat sich an ihrer Neuralverbindung zu schaffen gemacht. Ich erkenne viele zufällige Fehler. Ja, ihr seht, das ist der Plot. Wir sind jetzt also mit unserem Avatar ins FutureNet reingeladen worden. Und natürlich ist unser Hirn mit dem ganzen Kram verbunden. Und jetzt ist hier eben ein schrecklicher Fehler passiert. Ihr habt es gesehen an diesem Monstergesicht rechts oben und an den Blitzen oder Stromschnellen, die auf uns zugerast sind. Und ja, mal gucken, ob uns unser Kumpel helfen kann. Was sollen wir tun? Das sind wir. Zuerst werde ich versuchen, die Verbindung wiederherzustellen. Bitte benutzen Sie Ihr System. Ich werde ein Diagnostikprogramm aus meinem Subroutine ablaufen lassen, um das Ausmaß des Schadens zu erkennen. Eine eingedrungene Subroutine hat unseren Avatar-Algorithmus infiziert. Sie bedroht die Stabilität unserer Neuralverbindung zum Netz. Ich kann einige kosmetische Reparaturen vornehmen, aber die Verbindung ist immer noch instabil. Der Versuch, unter momentanen Umständen aus dem FutureNet auszusteigen, wird verschiedene und irreparable Schäden ihres Gehirns zufolge haben. Nein. Wie repariere ich? Nein, was war dieses elektrische Ding? Ich bin nicht sicher. Das FutureNet hatte niemals Probleme mit Fehlern. Jemand muss vorsätzlich unsere Neuralverbindung angegriffen haben. Nun, seitdem sie sich nicht mehr ausloggen können, sieht es so aus, als ob wir gefangen wären. Denken Sie daran, loggen Sie unter keinen Umständen aus. Ja, und schon sind wir drin im FutureNet. Klingt irgendwie alles wie ein abgekartetes Spiel. Da logge ich mich in so eine neue Umgebung ein, darf mich nie wieder ausloggen. Ja, was soll's. So, jetzt müssen wir erstmal wieder klarkommen. Also, ihr seht, es ist ein Point-and-Click Adventure in ISO-Look. Nein, ich kann diese Leute nicht ansprechen. Mal gucken. Mach was mit Green Lantern. Ne, geht nicht. Ja, schade, dass wir unseren Avatar nicht selber irgendwie auch customizen konnten, aber vielleicht ist ja das nur ein Spiegelbild unserer... Was ist das denn? Unserer Neuralverbindungen in unserem biologischen Hirn. Ja, wenn ich hier nach rechts oben gehe, dann öffnet sich das Menü. Wir klicken mal kurz hier drauf. Ja, okay, da kann man also speichern. Schon mal gut zu wissen. Aha, hier ist unser Inventar. Und jetzt habe ich die Karte schon mal aufgemacht und wir sehen, es gibt hier verschiedene Maps. Okay, da kann man also jetzt noch nicht hin. Also da muss ich erst hingehen, dann kann ich mich darüber, glaube ich, teleportieren. Unsere User-ID, mal schauen. Da muss die CD wieder laden. Oh ja, da steht es auch schon. Wir haben einen Neuralverbindungsfehler. Ich habe 0 Netbucks. Tja, den Namen von Bitcoins haben sie nicht korrekt vorhergesagt. Guck mal, ich wäre fast nicht auf das Ding gekommen. Diese Weltkugel ist ein verwirrender Cursor. Mal gucken, ob wir noch was haben im Inventory. Eine Zeitung? Na komm. Oh Gott. Oh, stürz nicht ab. Wow, das ist aber mal eine beeindruckend designte Zeitung. Okay. Wir haben also in unserem Startpaket ein Non-Spec. Achso, ja, der ist jetzt nicht weiter ausgeführt. Ein Avatar 4.6, ein Kartennavigierungstool und unsere ID. Ja gut. Wir sehen ja, wie weit uns das geholfen hat. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einmal nach hier oben gehen. Mal die Map wechseln, denn hier kann man jetzt ja nicht viel tun in unserem Starthafen. Und wo landen wir da? Wir landen hier. Mal auf die Karte gucken, was das für ein Bereich ist. Ich habe es nämlich natürlich nicht gemerkt. Ah, wir sind bei den Social Clubs. Toll.
Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal kurz rein. Die Folge ist jetzt auch fast schon vorbei, aber ich würde trotzdem noch mal gerne reingucken. Ach ja, es war dieser 2D. Es tut mir leid, aber wir können Ihnen nicht erlauben, die Social Club zu betreten. Ihre Avatar-Daten sind beschädigt. Und ich kann es nicht erlauben, dass sich Ihre fehlerhaften Daten mit denen der anderen Gäste vermischen. Sie müssen jetzt gehen, aber wenn Ihr Avatar repariert worden ist, haben Sie freien Eintritt. Bis dann. Ja, ich glaube, da war ich dann irgendwann auch mal drin, aber die Erinnerungen sind verblasst. Ich meine, es sind über 15 Jahre seitdem vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen schlage ich jetzt auch vor, dass wir das Ganze erstmal beenden und uns in der zweiten Folge von und mit FutureNet wiedersehen. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Gut, eigentlich hatten wir noch gar keine Chance, Spaß zu haben, aber es wird bestimmt noch kommen. Das Spiel hat einiges zu bieten. Bis dahin alles Gute und bis dann.